Die Suche nach den Opfern des Flugzeugabsturzes vor der Küste von Costa Rica dauert an. Die Behörden haben bestätigt, dass sich der Gründer der Fitnesskette McFit, Rainer Schaller, seine Lebensgefährtin, zwei Kinder, ein Freund der Familie und ein Pilot aus der Schweiz an Bord des Kleinflugzeugs befanden. Die Maschine war am Freitag auf dem Weg von Mexiko beim Anflug auf Limón in Costa Rica ins Meer gestürzt. Der 53-jährige Rainer Schaller hatte auch 2010 die Love Parade in Duisburg organisiert. Damals kamen 21 Menschen in einer Massenpanik ums Leben. Der Prozess endete 2020 ohne Schuldspruch. Aus dem Meer wurden zunächst Gepäckstücke sowie die Leichen eines Erwachsenen und eines Kindes geborgen. Costa Ricas Minister für öffentliche Sicherheit sagte, was an der Unfallstelle zu sehen war, ist sehr heftig.